Dementsprechend schalte ich hier jetzt mal auf das interne Mikrofon meines MacBook Pros um. Und Sie werden merken, dass die Tonqualität wesentlich schlechter geworden ist. Und schon irgendwie spannend, wie schlecht Mikrofone sein können. Aber das haben wir ja alle in den letzten Monaten in den zahlreichen Videokonferenzen auch gemerkt. Es gibt einfach Leute mit einem guten Mikrofon, Leute mit einem schlechten Mikrofon. Und wir haben auch was gemerkt. Leute mit einem schlechten Mikrofon können wir auch nicht so gut folgen auf die Dauer. So klar, diese Störgeräusche, das Fiepen, das Sirren, das Pfeifen nebendran, die erzeugen einfach Kopfschmerzen. Dann sinkt die Aufmerksamkeitsspanne, die Konzentrationsfähigkeit und wir können uns einfach nicht mehr so lange auch auf die Inhalte konzentrieren. Das Problem ist jetzt natürlich, ich höre ja nicht, wie ich mich anhöre. Ich höre ja nur alle anderen und es hat sich auch noch nicht irgendwie so eine konstruktive Feedback-Kultur entwickelt, dass man mal sagen kann, hey, dein Mikrofon, guck da doch mal bitte nach. Vor allen Dingen, es ist ja wichtig, weil ich kann fachlich ja in meinem Bereich wirklich ein Ass sein. Ich kann eine Veranstaltung methodisch, didaktisch, kann ich perfekt vorbereiten. Wenn ich aber akustisch nicht zu verstehen bin, wird die Veranstaltung garantiert kein Erfolg. Und deswegen ist es unabdingbar, dass wir uns im Bereich der digitalen Bildung auch bis zu einem gewissen Maße mit Technik auseinandersetzen und auch beschäftigen. Denn das ist nämlich schließlich die Art und Weise, wie wir übertragen, wie wir wahrgenommen werden. Und mit einem schlechten Mikrofon werden wir eben schlecht oder gar nicht wahrgenommen. Und deswegen eine Bitte an alle, die Bildungsarbeit machen, die digitale Angebote führen, in Videokonferenzen gehen. Nutzt einmal die Aufzeichnungsfunktion von Zoom oder von Webex, von eurem Videokonferenzprogramm, was ihr nutzt oder was ihr habt. Nicht den Sprachtest, das ist nur so eine Momentaufnahme, sondern nehmt wirklich mal ein paar Minuten auf. Hört euch das an und wenn ihr dann zufrieden seid, ist alles gut. Es gibt durchaus sehr gute integrierte Mikrofone. Wenn ihr damit nicht zufrieden seid, dann wird es Zeit für ein externes Mikrofon. Und hier empfehle ich ganz klar kabelgebundene USB-Mikrofone im Low-Budget-Bereich. 30, 40, 50 Euro. Da kriegt man wirklich schon sehr, sehr gute USB-Mikrofone mit einem sehr guten Klang. Etwas teurer gibt es auch diese Bluetooth-Lösung. Das sind so spezielle auch Freisprechmikrofone, die ja auch für Telefonie verwendet werden. Da muss ich aber allerdings sagen, ich schalte da mal gerade kurz drauf um. Bin ich von der Qualität nicht so wirklich angetan davon, weil ihr hört jetzt ja selber, dass dieses Bluetooth-Mikrofon jetzt im Gegensatz zu diesem professionellen Sprechermikrofon wesentlich schlechtere Qualität ja auch hat und ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt irgendwie eine Stunde oder zwei aktiv zuhören könnte. Von daher ist eigentlich bei der Wahl der Mikrofone auch nach oben unheimlich viel offen, weil ich sagte jetzt hier schon professionelles Mikrofon, das ist ein Funkmikrofon, wie wir es in vielen Gemeindehäusern, vielen Einrichtungen ja auch schon haben oder viele Kirchen, da sind auch schon feste Mikrofonanlagen verbaut, die diese schwarzen Stecker mit diesen drei Pins, sogenannte XLR-Kabel benutzen. Auch die können wir verwenden, weil hierfür brauchen wir eine Schnittstelle zwischen diesen Kabeln und unserem Computer und das sind sogenannte USB-Audio-Interface oder Mischpulte. Mischpulte, da stecken wir die Kabel rein, die haben einen USB-Anschluss hinten, werden an den Computer angeschlossen und können dann einfach in Zoom, in Webex als Audioquelle, als Audioeingang einfach genutzt werden. So mache ich das hier auch und so können wir auch bestehende Mikrofone, die da sind, die müssen wir nicht neu kaufen, sondern die können wir auch nutzen. Wie gesagt, von daher achtet bitte auf die Qualität eurer Mikrofone. Wie ihr euch anhört, das ist ein wichtiger Teil der Selbstdarstellung und der Präsentation, der Inszenierung. Und das macht einen ganz, ganz enormen Teil auch von dem Veranstaltungserlebnis aus für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In diesem Sinne, erstmal toll, dass ihr bis hier durchgehalten habt und danke, dass ihr generell hier durchhaltet. Ich wünsche euch alles Gute auch beim Ausprobieren. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.